Der Titan Speaker Man. Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Roblox-Kanal. Ich hoffe, ihr habt Bock. Es geht heute um Skibidi Toilet und ja, wir werden den Titan Speaker spielen. Ich bin oberkörperfrei, es ist warm wie Hulli, ihr wisst es vielleicht schon. Aber ja, gut, ich will nichts hören. Wir können uns in den großen Kameramann verwandeln, das finde ich sehr nice. Wir werden ja heute mit diesem Charakter rumgehen und schon mal eine kleine Info an euch. Wir werden auch in nächster Zeit mal machen, dass wir so einen größer werden Simulator spielen mit diesem Titan Cameraman, um dann zu sehen, wie er ausschaut. Jetzt allerdings muss ich mir erstmal den Game Pass vom Toilettenmech holen. Leute, da kann ich nicht Nein sagen. Die machen immer so viel coole Sachen. Ich habe mir den Toilettenmech jetzt echt mal gezogen. Und wie sieht's aus? Alter Schwede, wer bin ich? Herr Junge. Wow. Ich kann einfach ein bisschen schießen. Ich bin jetzt so ein richtig brutaler Toilettentyp. Okay, das ist natürlich gut zu wissen, den dabei zu haben. Heute geht es natürlich darum, dass wir wieder einige Morphs finden. Und wir verwandeln uns. Und was ist das hier? Der Kameramann. Okay, er läuft ein bisschen wie so ein Dulli. Aber alles in allem, sage ich mal, ist das okay für mich. Wir gehen mal weiter und wir sammeln natürlich auch mal wieder ordentlich was ein. Ich war lange nicht mehr in dem Game. Deswegen, Leute, müssen wir natürlich jetzt auch erstmal wieder einiges freischalten. Was haben wir hier? Die Kamerafrau, Leute. Die wird ja halt von diesem absolut brutalen Lasertyp wieder weggebombt. Ich kann mich leider nicht so easy zurücksetzen. Das ist natürlich ein bisschen doof, aber ist egal, Leute. Wir gehen mal ganz schnell wieder hin. Ich bleibe mal erst bei der Toilet Speaker Man und wir versuchen mal das Ding hier einzusammeln. Ja, das ist gut. Wir haben einen Charakter aus Garden of Ben Ben 4 gekriegt. Okay. Das Ding habe ich mir auch direkt mitgenommen. Was soll das denn sein? Alter, was ist das denn? Zian-Echse. Okay, sehr interessant. Es ist ein Toilettensitz. Leute, es ist ein Toilettensitz. Wenn das kein Skibidi-Toilet-Charakter ist, weiß ich auch nicht weiter. Und wir haben das Toilettenkind gekriegt. Ey, Leute, was ist das denn? Okay, kann man so machen, ey. Ich bin ehrlich. Darunter durch können wir jetzt nicht. Ja, es hat geklappt. Sehr geil. Das heißt, wir können hier erstmal durch. Ist natürlich noch ein bisschen gucken, was wir hier Neues haben. Oha, wir können jetzt einfach diese ganzen Steine bewegen. Auch nicht schlecht. Okay, dahinter war noch einer. Wir haben Green, der verletzt ist. Wir haben ein Tier aus Garden of Ben-Ben bekommen. Da ist auf jeden Fall noch Purple am Start. Die Purple-Tür. Aber heute interessieren uns halt nur Skibidi-Toilet-Charaktere. Da ist zum Beispiel noch einer. WC-DJ infiziert. Mal rein. Boah, was ist das denn? Okay, der ist eigentlich gar nicht mal so schlecht geworden, finde ich. Geiler Toilettencharakter. Wir gehen mal weiter. Ich brauche hier irgendwie noch eine Eisenbrechstange. Das ist auf jeden Fall schlecht, Leute. Und einen roten Schlüssel. Das, glaube ich, kriege ich hin. Ich glaube, ich weiß, wo der ist. Haben wir denn hier noch andere Charaktere jetzt? Wir haben Zieren. Okay, den muss ich jetzt einmal testen. Cool. Okay, der kommt auf jeden Fall ziemlich krass, muss man sagen. Zieren haben die auf jeden Fall sehr gut hingekriegt. Ich denke mal, den haben die aus dem Original-Game importiert. Kann ich mir zumindest nicht anders vorstellen. Ey! Hallo! Ich will hier raus! Ach, komm schon! Oh Mann! Ey, Digga! Was geht? Der coole Hund, Alter! Okay, nice, Mann. Er hat direkt Pullover. Er hat direkt meinen Style übernommen. Fühle ich. Der muss ich auch sagen, Kuss geht raus. Der hat mich auf jeden Fall erwischt in der Aufnahme. Das ist ja manchmal so, ne, Leute? Also dann kommen die und dann versuchen die mich in der Aufnahme zu catchen und so weiter. Frage ist nur, schafft er es, mich zu verfolgen? Ich glaube nämlich nicht. So, wir gehen jetzt erstmal hier rein in Blue. Gar nichts. Null. Nada niente. Gar nichts. Hallo, er braucht einen Hinweis. Hello, I need clue. Okay. Dann würde ich sagen, Charakter komplett zurücksetzen. Wir sind wieder hier. Und wir gehen jetzt einfach mal durch das ganz normale Game durch. Und warte mal ganz kurz, was ist das denn hier? Oh, Moment. Jetpack? Nein, auch nicht. Was ist das? Ich hab eine Spinnenwebe rangemacht. Minigun! Ich brauche die Minigun! Weg mit dem! Ich mach das, Leute, kein Problem. Ich hab ihn. Ich hab ihn erwischt. Gut. Wir holen uns mal ganz kurz unseren Supermecher. Den Toilettenmecher, Leute, in dem Fall. Ich habe so viele Items, Alter. Ich muss jetzt ein paar Sachen erstmal droppen. Das nützt nichts. Also ein paar Sachen muss ich hier auf jeden Fall safe droppen. Ich habe sogar die eine Drohne noch. Der Tornado ist auf jeden Fall witzig. Leute, immer wieder cool. Ey, dieser Tornado, Alter. Einfach zu nice. Okay, wir haben
da drüben noch die Möglichkeit hin. Ich weiß halt nicht, ob es mittlerweile neue Map-Teile gibt, weil das ist auch öfter so. Ich kann es gleich mal checken. Wow, wow, chill, chill. Der kriegt's von mir jetzt. Alter, das hat wehgetan. Mann, ey. Junge, der Typ ist doch unbesiegbar, oder was? Stirbt der auch mal? Stirbt der auch mal? Hallo, ich brauche mal hier ein bisschen Ruhe. Danke. Meine Güte, ey. So, wir haben... Was ist er denn? Sheriff's Sohn? Okay. Sehr komisch, was für Charaktere wir jetzt hier auf einmal haben. Also, die Morphs auf der Seite oder hier sind zumindest schon mal geklärt. Wir können den grünen Schlüssel einsetzen, um diese Tür hier zu öffnen. Das ist natürlich aufpassen. Genau. Da hinten ist was. Ich weiß nicht, was das ist. Aber eventuell ein Hinweis. Wir haben eine Kameraspinne entdeckt. Ah! Ah! Schnell weglaufen, schnell weglaufen. Noch ein Toilettencharakter. Oh! Cabo Toilet gezogen. Let's go. Raus hier. Ey, war das knapp. Okay, wir haben erstmal die absolut krasse Spinnenkamera. Digga, wie heftig ist die bitte? Sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Sehr, sehr stabiler Skin. Muss man sagen. Was haben wir hier noch? Wir haben noch eine Toilette, die Cabo Toilet. Die nehmen wir auch noch. Ey, moin. Hallo, ich bin's, die Cabo Toilet. Moin. Hey, geh weg hier, sonst spüle ich dich runter, mein Bester. Ja gut, wir laufen mal als Cabo Toilet weiter, würde ich sagen. Da können wir jetzt erstmal nicht rein, da auch nicht. Dann gehen wir mal runter in die Pool Area. Oh, ja okay, dann gehen wir in die 11 rein. Hä? Was ist das denn? Oh Gott, das hat weh, Mann. So, jetzt reicht's mir, ey. Zurückverwandeln. Jetzt knallt's. Und ich habe Leben wieder abgesettet, Leute. Das heißt, nee, doch nicht. Mein Leben ist doch nicht wieder abgesettet. Oh Gott. Weg mit dir, du verdammter Kötermann, verzieh dich! Ich bin's, der allerechte Titan-Robot. Weißt du, ich mein? Und jetzt ist Ruhe im Karton, mein Bester. Ne? Wir gehen hier rein, Leute. Wir gehen nicht nochmal zu 11. Wir gehen hier rein. Könnte halt sein, weil wir den Skin an hatten oder so, dass es dann halt ein bisschen gebuggt hat. Aber so an sich ist mir der Ort da auch erstmal nicht so wichtig. Der hier ist nämlich wichtig. Man sieht so ein... Oh, wir haben die Kamerafrau komplett eingenommen. Leute, wie gut ist die denn? Weg hier! Ich muss mir schnell was einsammeln. Oh, wir haben den dreifachen Zollfius. Okay, der ist echt sehr interesting. Wir haben noch mehr Toilettenskins. Es ist die Floppopa Toilet. Oha, wer ist das denn? Wer ist das denn, Alter? Yo, hier, wie heißt die noch? Oh, Digga, Wednesday Toilet. Okay, die ist richtig krass, Mann. Ich muss sagen, die kommt sehr heftig. Auch mit der Hand hier oben. Das ist auf jeden Fall einer der Spitzenskins von denen. Ziemlich, ziemlich gut gemacht. Da gebe ich auch mal dicke Props raus, ne? Moin, ich muss ja einmal ein bisschen was einsammeln. Ich habe hier Amanda gefunden. Kommt das hin? Ich habe hier noch einen Roboter gefunden. Aha, und Blumenkübel, Alter, was ist das denn? Wer ist er? Halt, stopp! Du bleibst jetzt mal ganz cool, ist das klar? Oh, weg hier! Weg hier, bitte! No, 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 no! Okay, ich habe schnell die Amanda eingesammelt. Wir gehen hinter das Bild, Leute. Ja, ich kenne sie nämlich alle, die Spots. Ich kenne sie doch, die Spots. Weißt du? Ich kenne die... Bäh. Oh mein Gott, ich bin tot. Ich bin voll der Loser, Mann. Ach, Leute, ich will nichts hören. Mach auf jetzt hier den Aal, ne? Komm. Ich habe jetzt hier einen blauen... Sag mal! Warum sind denn hier überall Monster? So, in den Backrooms. Warum? Ich weiß nicht. Bin ich komisch. Immer wenn ich da bin. Okay, Leute. Also, hier erstmal rum und dann bei Pepper P geht alles einsammeln, ne? Heißt also, wir machen das mal oben. Auf entspannt. Wir haben hier einen blauen Schlüssel, okay. Ja. Baby-Kamera. Digga, ist dein Ernst? Was ist das denn, Leute? Oh, Mann. Ey, ich nehme einfach jetzt erstmal die nächsten mit und wir gehen hier unten nochmal durch die Tür und checken das erstmal aus. Da oben ist noch einer. Okay, wir haben, ja, eine Mülltonne. Also ganz ehrlich, Junge, das ist ja wohl ein richtiger Popelskin oder was? Moment, wir müssen gar nicht zurück. Wir können uns auch einfach wieder zu Game Madness teleportieren. Ich bin auch so ein Depp manchmal. Ich laufe hier dann immer hin, ne? Aber müsste ich eigentlich gar nicht. Huch, und Hustenkrampf, jetzt auch noch Niesattacke. Leute, wer kennt's, wenn der Nieser nicht raus will, ne? Hashtag Niesen in die Kommentare. Ich hab das nämlich gerade. Oh. Oh. Was haben wir hier? Skibidi Toilet Mutant, den will ich nochmal sehen.
Und jetzt kriegst du mit der Minigun eins rein, Kollege. Tschüssi. Er ist gleich tot, Leute. Erledigt. Wir haben hier Grumpy Josh. Okay, interessant. Dann haben wir hier die Polizeitoilette. Okay. Dann haben wir hier noch irgendwie so einen Elefanten mit keine Ahnung was. Hier ist nochmal ein Schlüssel. Okay, wir haben den lilanen Schlüssel gefunden. Bisher weiß ich aber nicht, wofür wir den einsetzen sollen, weil ich mich daran erinnern kann. Ah ja, okay, Leute, alles entspannt. So. Hier ist nichts. Das heißt, wir können wieder raus. Jetzt sind wir hier in dem Gebiet, glaube ich, sogar komplett fertig. Ja. Blauer Schlüssel. Also, das wird ja nicht der sein. Ne? Der Schlüssel ist irgendwie hellblau und nicht dunkel. Also, ich kann es natürlich nochmal... Was zur Hölle ist das für eine Tür? Ich war da noch nicht drin. Oh, da habe ich aber einiges gerippt. Okay, warte mal. Ich habe Yellow jetzt bekommen. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Da hinten ist der Schlüssel für die grüne Tür. Sehr geil. Wir haben einen neuen Room freigeschaltet. Was ist das hier? Verstehe ich noch nicht so ganz. Wir haben noch eine Toilette bekommen. Wir haben noch einen Sheriff Todster gekriegt. Wir haben einen Orange Robot bekommen. Okay. Was ist er denn, Alter? Eine Clowns-Toilette. LOL! Es ist einfach die Clowns-Toilette, Leute. Und wir haben sogar einen goldenen Roboter hier bekommen. Auch nicht schlecht. Was ist er denn? Junge, Junge, Junge. Okay, ich muss mich aber ganz schnell mal wieder zurückverwandeln. Sonst gibt's gleich Kasala. So, Digga, der hat mir wehgetan. Jetzt ist vorbei. Ich hab gesagt, jetzt ist es vorbei! Er will's nicht anders. Er will's nicht anders. Er will's nicht anders. Wo zur Hölle schieß ich eigentlich hin? Diese Steuerung, ne? Tschüss. Jetzt lass mich in Ruhe, Mann. Muss hier auch erstmal ein paar Morphs einsammeln jetzt, Bro. Wir haben sogar Z, glaube ich, heißt der, ne? Die Toilette ist auch sehr geil. Ist hier nicht eigentlich sogar, dass diese Toilette mit den, oder dieser Skibidi-Charakter mit den Hörnern drauf? Oh, tschüss, ich bin drin. Was ist das hier? Das wird ja immer skurriler, Mann. Was ist denn das für eine Toilette, Leute? Alter, nee. Ey, was ist denn das, Mann? Okay, wir müssen uns mal sammeln. Ich muss jetzt mal genau gucken. Den Raum haben wir erledigt. Da hinten ist noch ein Schlüssel, den wir zwar mitnehmen können, aber eigentlich nicht mehr brauchen, denke ich. Das Bild hier. Wir könnten die Bilder natürlich... Weißt, wie ich meine? Ich bin ja irgendwo auch schon Profi in Roblox. So. Und jetzt ein geiles Skin. Was ist das? Mamazug? Absoluter Schmutz. Hat sich null gelohnt, aber ist egal. Ich spring mal hier noch daran. Wow. Okay, ich habe ihn abgelenkt. Habt ihr gesehen, Leute? So könnt ihr den Frosch auf jeden Fall auch direkt outsmarten. Kein Problem. Und wir teleportieren uns nochmal wieder zurück. Ich will jetzt nochmal ganz kurz hinten in das Gebiet hier rein. Also da will ich auf jeden Fall nochmal weitermachen. Wir können gerne nochmal eine weitere Folge machen, in der wir natürlich noch weitere Mobs beleuchten. Ey, ich habe diese Tür legit noch nie aufgemacht. Das bedeutet allerdings, dass der blaue Schlüssel oben bei Pepper, dass man den noch nutzen konnte. Und hierfür ist der grüne gefordert, ne? Ui, ui, ui. Dafür brauchen wir ein Brecheisen. Okay, ja. Oh, Leute, guck mal hier. Ich sehe unten was. Unten eventuell. Ich habe eine Idee. Können ja nach unten kommen. Da habe ich gerade ein bisschen geglitscht. Ist aber, Leute, legal, ne? Muss man auch mal sagen. Ist auch mal legal. Hier haben wir jetzt die Multiple Blobs gefunden und 300 Skins sind mittlerweile required, um das zu unlocken, aber kein Ding haben wir. Wir haben die Toiletten-Sensei und wir haben den Boss hier. Der Rainbow-Boss! Boah, komm schon, Bruder! Kein Problem, ich mach dich wieder fertig, genauso wie das letzte Mal. Und das Mal davor, du stinkender Beutel. Oh, Leute, vorsichtig. Hab ich nicht noch den Supermecher? Was ist, wenn ich ihn ausrüste? Das wäre zu wild. Na? Boah, das geht wie die Toilet Fight. Es geht los, komm schon. Ich bin der Toilettenbruder. Oh, wobei ich sagen muss, Leute, die Minigun ist, glaube ich, heftiger. Also definitiv. Ja, definitiv.
Definitiv, Leute. So, ich bleibe jetzt in First Person, damit ich ihn relativ schnell rausbekomme. Und ihr seht schon, ne? Also mit der Minigun geht es schon deutlich schneller. Ja, easy. Was willst du denn? Ich bin der Titan Speaker! Und du kannst mich nicht aufhalten, denn ich mach die coolste Musik auf diesem Planeten. Und von hier, ich lasse ihn jetzt kommen. Ich glaube, er ist vorher tot. Oder es wird knapp. Oder es wird knapp. Aua! Es hat nicht geklappt, ne? Aber jetzt erledigt. So. Ich habe den Rainbow Key. Sehr geil. Ich habe einen... Ja, was war das denn gerade für ein... Sah mir eher aus wie so ein kleiner Quietschedelfin, ne? Sag ich dir, wie es ist. Aber der Regenbogenschlüssel ist eigentlich schon cool. Hier ist aber nichts mehr. Wir haben trotzdem noch einen Gegenstand mitgenommen. Ey, Leute, die Morphs, ne? Absolut krass. Leute, das war's wieder mit einem Video auf meinem Kanal. Kuss geht raus. Danke fürs Zusehen. Dennoch, out.